Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, der Serie iOS History. Diesmal geht es um iOS 4.2 und iOS 4.2.1. iOS 4.2 wurde vollständig durch 4.2.1 ersetzt. Das ist halt der eine Grund, warum ich jetzt kein ausführliches Video zu 4.2 zeige. Der zweite Grund ist, dass 4.2.1 nur Bugfixes beinhaltet und somit sowieso die ganzen Features von 4.2 hat. Ja, das Release-Datum von 4.2 steht leider nicht mehr im Netz. Dafür das von 4.2.1, das ist am 22. November 2010 veröffentlicht worden. Übrigens, iOS 4.2 kann man auch so nicht mehr runterladen. Jedenfalls nicht mehr von Apple. Kommen wir erstmal zu den Dingen, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil, wie gesagt, gleiches iOS, verschiedene Geräte, verschiedene Features. Übrigens, das ist der iPod Touch der zweiten Generation und das ist auch das letzte Video mit dem iPod Touch der zweiten Generation, da iOS 4.2.1, das ist das letzte iOS, das die Geräte der zweiten Generation unterstützt und dazu zählen halt das iPhone 3G und der iPod Touch der zweiten Generation. Die Features, die ich euch nicht zeigen kann, das werde ich natürlich alles nachholen, sobald das auf dem Gerät, das ich zur Verfügung habe, sobald das da verfügbar ist auf dem entsprechenden iOS. Also es wäre dann zum einen im Multitasking Tray konnte man dann beziehungsweise kann man die Lautstärke einstellen und AirPlay einstellen. Außerdem kann man im Voice Control FaceTime-Anrufe machen. Den Multitasking Tray, den gibt es leider nicht auf dem iPod Touch der zweiten Generation. Der kam auf dem iPod Touch der vierten Generation, war der auf jeden Fall da. Bei dritter Generation bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Was ich euch allerdings zeigen kann, ist hier auf dem Homescreen sehen wir, das Sprachmemos-Icon hat sich verändert. Außerdem, wenn man jetzt im App Store ist und eine bestimmte App runterlädt, ich habe mir mal eben eine rausgesucht, bei der das der Fall ist, wird angezeigt, ob die App Game Store kompatibel ist. Nicht Game Store, sondern Game Center kompatibel ist. Das dauert einen Moment zum Laden. Übrigens, man merkt schon, dass der iPod Touch der zweiten Generation schneller ist als der ersten Generation. Also hier Game Center, wir sehen dieses kleine Icon, das bedeutet, diese App ist Game Center kompatibel. Okay. Was auch noch hinzugekommen ist, ist in den Einstellungen bei allgemeinen Einschränkungen. Wenn ich das jetzt mal eben aktiviere, ich weiß jetzt nicht, ob man das braucht. Kann ich euch so zeigen, genau. Änderungen zulassen bei Ortungsdienste und E-Mail-Accounts. Das soll halt so viel heißen, dass man die Ortung nicht an- oder ausmachen kann, beziehungsweise bei den E-Mail-Accounts irgendwas ändern. Ja, das ist halt hinzugekommen. Hier sind noch andere Einschränkungen, die man dann machen kann. Mal kurz gezeigt. Gut, dann können wir das auch wieder deaktivieren. Das braucht ja kein Mensch eigentlich. Und ja, dann kommen wir zu den zwei Sachen. Ah, genau, das wollte ich ausprobieren. Ah, schade, keine Fotos. Doch, da ist ja das Foto. AirPrint ist nämlich hinzugekommen. Ich gucke jetzt mal, ob man das Bild drucken kann. Per E-Mail senden, Kontakt zuweisen. Nee, kann man leider nicht. Das ist übrigens AirPlay. Das ist auch hinzugekommen. Man konnte Bilder und Videos und Musik an AirPlay-Empfänger streamen. Hier zum Beispiel das Icon. Das wird nur angezeigt, wenn man einen AirPlay-Empfänger im Haus hat. Hier könnte ich jetzt das Bild an den Apple TV im Wohnzimmer streamen. Das könnt ihr leider nicht sehen. Das mache ich jetzt auch nicht. Dafür geht das bei Musik. Denn hier, das konnte man auch streamen. Übrigens, hier wird auch noch angezeigt, dass man auf einem Dock-Anschluss hat.
dass der iPod auf einem Dock-Anschluss steht. Wenn ich das jetzt mal hier hochnehme, habe ich hier nochmal die Lautstärke. Wenn ich das wieder draufstelle, wieder Dock-Anschluss. Hier ist das AirPlay-Symbol. Dann kann ich jetzt draufdrücken. Hier habe ich den Apple TV im Wohnzimmer. Hier den AirPlay Receiver hier bei mir. Das kann ich euch gleich zeigen. Das ist nur Sound, deshalb wurde das eben bei dem Bild nicht angezeigt. Und hier der Vergleich, wenn man das jetzt hoch macht, kann ich hier iPod Touch und die Empfänger oder halt hier Dock-Anschluss und die Empfänger. Zeige ich euch erstmal mit dem iPod so. Das kennen wir ja, iPod Touch einfach Musik an. Gut, kann ich jetzt hinstellen. Also ihr seht, das ist nirgendwo angeschlossen. Ist einfach nur, damit ihr hier im Video besser steht. Und jetzt das Ganze über AirPlay. Ja, also man merkt, das wird halt hier über die Boxen bei mir ausgegeben, obwohl der iPod nirgendwo angeschlossen ist. So. Ja, das waren halt die Features zu 4.2. Bei 4.2.1 ist nicht wirklich ein Feature dazugekommen. Man konnte natürlich die Version 4.2.1 auch jailbreaken. Das ging am besten mit Green Poison. Und ja, noch dazu 4.2.1 bzw. iOS 4.2 ist die Version, die gab es für das iPhone, den iPod Touch und für das iPad. 4.2.1 auch. Und das war halt die letzte Version von iOS 4. Danach folgte iOS 5. Abgesehen von dem iPhone 4 CDMA Verizon. Also wir wissen ja, das iPhone 4 hat verschiedene Modelle. Es gibt halt das GSM und das CDMA-Modell. CDMA, das kann ich mal kurz erklären. CDMA Verizon heißt einfach, das iPhone 4 hat keinen Slot für SIM-Karte, sondern ist automatisch auf den Anbieter Verizon in den USA eingestellt. Das heißt, mit dem iPhone 4 CDMA kann man nicht den Anbieter wechseln. Für dieses iPhone 4-Modell CDMA Verizon gab es halt auch noch iOS 4.2.5. Das kam anscheinend direkt nach 4.2.1. Keine Ahnung, wo die restlichen Versionen geblieben sind. Und wie gesagt, 4.2.5 bis 4.2.10, also 5 Versionen folgten noch für das iPhone 4 CDMA-Modell von Verizon. Da waren aber hauptsächlich nur Bugfixes, Security-Fixes drin. Solche Features kamen jetzt halt nicht dazu. Die folgten erst bei iOS 5. Ja, das war's auch schon von iOS 4.2.1 und von dem iPod Touch der zweiten Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.